Hallo? Mr. White? Ja, wer ist da? Überlegen Sie es sich, Mr. Bond. Tötet ihn! Er ist im Garten! Los! Ausschwärmen! Er kann nicht weit sein! Los! Tanner, was sehen Sie? Unten im Garten ist ein Tor. Sie können dadurch außen rum und zurück zum Haus. Tor 007. Decken Sie das Schloss und gehen Sie zum Bootshaus. Irgendwo im Bootshaus ist eine Direkteinspeisung. Finden Sie sie, dann können wir das ganze Anwesen einsehen. Ich bin jetzt drin. Gute Arbeit, 007. Ich sehe es auch. Ich schlage vor, Sie dringen durch das Gewächshaus vor und betreten Whites Villa durch den Keller. Bin schon unterwegs. Hier drüben! Er ist da lang!
Ich gehe jetzt zum Haus. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie drin sind. Sie haben nicht besonders viel Zeit, unser Geld zu finden. Sie müssen Mr. White so schnell es geht nach Siena bringen. Whites Aktenkoffer müsste in seinem One-Safe oben sein. Checken Sie Ihr Handy. Ich glaube, wir haben ihn auf Kamera 3 entdeckt. Es gab einen Schusswechsel im Gewächshaus. Das war... Wir sitzen fest! Schickt jemand! Versuchen Sie es oben, wenn Sie den Safe nicht finden. Tanner, hier ist kein Aktenkoffer. Der Safe ist leer. Verdammt, was wird das Schatzamt sagen? Aber ich habe was Besseres gefunden. Besser als 115 Millionen Dollar? Was ist es denn? Die Computerdaten der Organisation. Ich kopiere die Dateien jetzt. Wir sollten uns einen etwas ruhigeren Ort suchen.
Mitchell? Hier Tanner, bestätige Lieferung. Bestätigt. White ist in Gewahrsam. M und Bond befragen ihn jetzt. Raum 1. Sagen Sie uns, für wen Sie arbeiten. Ich wollte Sie schon immer sehr gern kennenlernen. Vespa hat so viel von Ihnen erzählt. Wissen Sie, was wirklich schade ist? Wenn sie sich nicht umgebracht hätte, hätten wir sie auch. Sie hätten alles für sie getan. Mr. White, Sie wissen, dass Sie sich nicht in England befinden und Gott weiß, wo Sie morgen sind. Sie erzählen uns schon noch von den Leuten, mit denen Sie zusammenarbeiten. Je länger es dauert, desto schmerzvoller wird es. Das Erste, was Sie über uns wissen sollten, ist, wir haben unsere Leute überall. Habe ich recht, Mitchell? Raus da! Ma'am, alles in Ordnung. Einer unserer Agenten wurde getötet. White wurde auch angeschossen. Es war Mitchell. Er ist auf der Flucht. Verzeihung, sagten Sie Mitchell? Ja, Mitchell, mein Bodyguard. Alarmieren Sie den Chef der Scanner-Station. Mitchell ist übergelaufen. Bond ist hinter ihm her. Mitchell darf nicht entkommen. Wir müssen ihn erwischen. Agent getroffen. Ein Sanitäter ins Untergeschoss. Sind auf dem Weg. Sehen Sie Mitchell. Er ist abgetaucht in die alten römischen Zisternen. Heute findet das Palio-Pferderennen statt. Da unten kann es instabil sein. Über Ihnen stehen 15.000 Palio-Fans. Kümmern Sie sich um Mitchell statt um mich. Finden Sie seinen Ausgang. Verloren. Moment, wir haben ihn. Ein offener Kanal, der kann. Auf der Straße wartet ein Auto. Wir glauben, es ist seins. Bin unterwegs. Delta 1, Schläfer. Das Team ist in Position. Achtung, hinter mir, Delta. Bond ist durchgekommen. Sie müssen ihn stoppen. Verstanden. Over. Schläfer, hier Fox 1. Der zweite Fluchtweg ist jetzt bereit. Da kommt er. Wir sehen ihn. Mitchell ist gerade quer über den Marktplatz da vorne.
Wo ist der Tenner? Nehmen Sie die Treppe, Bond. Er ist tot. Was machen Sie da? Raus hier! Wo ist der Tenner? Will er zu den Türmen? Bestätigt. Er ist zu diesem Glockenturm. Sie sind auf der falschen Seite, Bond. Sie müssen darüber. In Deckung, Bond. In dem Glockenturm ist ein Schütze. Sie müssen ihn ausschalten. Ah!
Mussten Sie Mitchell töten? Hätten Sie ihn nicht herbringen können, um noch etwas aus ihm rauszuquetschen? Haben wir White noch? Er ist geflüchtet. Wir stehen wieder am Anfang. Was wissen wir über Mitchell? Er wurde von einem haitianischen Konto ausbezahlt, das einem Geschäftsmann namens Dominic Green gehört. Ich habe ihm gerade sein Foto geschickt. Er trifft jemanden hier. General Medrano, wir haben Gerüchte über einen Putsch in Bolivien gehört. Vielleicht ist Ihr Mann Green auch darin verwickelt. Bolivien leidet unter extremer Dürre. Die Menschen sind verzweifelt. Medrano hat die Regierung untergraben und will die Macht an sich reißen. Wer ist diese Frau? Camille Rivera, bolivianischer Geheimdienst. Sie hat versucht, Medrano zu töten. Moment, Green hat gerade einen Flug nach Bregenz in Österreich gebucht. Folgen Sie ihm, Bond. Medrano finden wir leicht. Ich brauche Sie an Green dran. Tanner, Green ist im Opernhaus von Bregenz. Glauben Sie, wir verschwenden unsere Zeit? Vielleicht mag er Opern. Dann hat er aber die falsche Nacht gewählt. Es ist geschlossen. Bond, Sie sind in der Nähe der Direkteinspeisung der Überwachungskameras. Klinken Sie sich ein für ein Bild.